Krebs und herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den Monat Juni. Ich freue mich, deine Legung jetzt zu machen. Wer mich noch nicht kennt, ich sage nicht so viel vorab. Ich sage eigentlich nur, guck, ob es deine Legung ist. Das heißt, wenn du eh merkst, ja, das sagt dir nichts oder das gibt dir zusätzlich noch ein schlechtes Gefühl, dann ist es einfach nicht für dich gemacht. Klar können einem manchmal manche Dinge einfach nicht sagen und dann erst in 2-3 Wochen eintreten, aber man spürt es trotzdem, ob das seine Legung ist oder eben nicht. Mach's nicht zu deiner Legung. Das ist nicht gut. Und ansonsten, was gucke ich nach? Ich gucke, was ist dein Hauptthema im Juni? Also mit was beschäftigst du? Ja? Ja, wo war ich jetzt? Sorry, jetzt bin ich kurz raus, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Genau, ich gucke, was ist dein Hauptthema diesen Monat? Und dann schaue ich, was denkst und fühlst du in der Liebe zu deinem Herzensmenschen? Und was denkt und fühlt der Herzensmensch denn diesen Monat zu dir? Was kommt da auf? Was wird uns da gesagt? Genau, und jetzt lege ich die Karten erstmal aus. Du kannst auch gerne schon vorspulen. Liebes Universum, gib mir einen Blick ins Hauptthema meines Krebs für den Monat Juni. Was ist da los? Was ist hier das Hauptthema diesen Monat? Und dann möchte ich bitte eine Reihe Gefühle, eine Reihe Gedanken von Krebs zum Herzensmenschen. Und was denkt und fühlt denn der Herzensmensch zum Krebs? Ach ja, habe ich jetzt im letzten Video wieder vergessen. Sage ich jetzt bei euch mal dazu. Wenn ihr persönlich irgendwas wissen möchtet, wo jetzt schon Fragen aufkommen hier in der Allgemeinlegung, dann könnt ihr mich anschreiben auf Instagram. Genau. Und ich mache nämlich auch persönliche Legungen. Züpft dir alles raus. Züpft dir alles raus. Okay, jetzt legen wir mal aus. Jetzt geht es dann auch gleich endlich mal los. So. Wenn es mal ein bisschen länger ruhig ist in eurer Legung, wundert euch nicht. Ich fühle jetzt immer mehr rein. Ich lasse mir immer mehr Zeit zu gucken, was kommt da. Was kommen da noch für Gefühle? Was kommen da für Nachrichten rein, anstatt dass ich immer gleich die Deutung von den Karten nehme. Ich meine, man wird ja auch als Kartenleger immer besser und besser mit der Zeit. Genau. Wenn da mal kurze Pausen sind, dann wundert euch nicht, dann ist das, weil ich gerade im Gedanken oder im Gefühl bin. Lieber Krebs, jetzt geht's los. Dein Hauptthema für den Monat Juni sind die Wolken. Sind eine Unklarheit. Eventuell, wir klären es gleich. Kann eine Unklarheit sein. Kann auch sein, dass du aus der Unklarheit endlich rauskommst im Juni. Kann sein, wir schauen. Ich rede gar nicht so viel, wir gucken. Und dann fülle ich mal rein. Eine Klärung zu den Wolken, bitte. Was ist hier beim Krebs das Hauptthema? Was ist hier los? Aha, okay. Okay, vielleicht noch eine Karte und jetzt noch ein bisschen spannender für euch. Nicht so easy. Easy vielleicht. Okay. Das fühle ich aber auch sofort. Also du lieber Krebs, bist beschäftigt damit. Du musst eine Entscheidung fällen. Eine Entscheidung wegen einer Sache, die dir tatsächlich auch Spaß macht. Also das ist jetzt nicht die weltbewegendste Entscheidung, aber diesen Monat ist es eine große Entscheidung für dich. Weil es sowas wie eine Herzensentscheidung auch ist. Das ist eine Sache, ich versuche mal kurz ein Beispiel zu finden. Wenn es jetzt um zwei Hobbys geht. Zwei Hobbys, die du beide gerne machst. So. Und dann musst du dich diesen Monat für eins entscheiden, weil eins wird dir finanziell irgendwie finanziert von was weiß ich wem, beispielshaft halt, und dann musst du gucken, ja, mache ich das jetzt professionell irgendwie im Verein oder nehme ich jetzt das? Ich kann mich nicht entscheiden. Also um sowas geht es hier. Es geht hier, glaube ich, nicht um eine Entscheidung, nehme ich die Arbeitsstelle oder die. Dafür ist es zu
mit den Blumen zu sehr mit dem Thema Hobby und Dinge, die euch Spaß machen, behaftet. Also es hat mit irgendwas zu tun, was euch Spaß macht. Ich muss noch mal kurz reinfühlen. Also ihr seid euch da einfach nicht sicher. Durch die Wolken seid ihr euch nicht sicher, wie ihr euch entscheiden sollt. Wo ich mich frage, warum? Weil ich glaube, dass es eine Entscheidung hin wäre zu etwas, was euch mehr Spaß macht, was ihr liebt tatsächlich, was wirklich so einfach aus euch kommt auch. Das wäre dann so eine kleine Entscheidung, ein kleiner Sprung ins etwas Ungewissere. Weil mir kommt hier rein, ihr müsst euch von was relativ sicherem, abgesicherten, was euch vielleicht nicht so viel Spaß macht, müsstet ihr euch dann hinbewegen zu dem, was euch mehr Spaß macht. Also es kann schon so arbeitstechnisch sein, aber das ist dann nicht euer Hauptjob, das ist eher so was Nebenberufliches. Ja, was euch wirklich Spaß macht, wo ihr im Juni noch nicht wisst, ob ihr den Sprung macht. Da seid ihr euch eben ein bisschen unsicher. Ich kann jetzt nicht sagen, ob diesen Monat dann noch eine Klärung kommt, aber mein Gefühl sagt mir extrem, ihr entscheidet euch trotzdem für das, was euch mehr Spaß macht. Das kommt hier als Gefühl schon mit rein. Oh schön, jetzt kommt die Sonne endlich mal wieder raus. Das freut mich aber. Okay, wir gucken jetzt mal in die Liebe. Direkt in die Liebe. Was denkt ihr denn im Juni zu eurem Herzensmenschen? Okay, krass. Hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie in den Gedanken die Sonne, die Sterne und den Mond. Also die Sonne ist so, wir sind hier in den Gedanken, deswegen, ich erkläre es nur mal kurz, das ist jetzt eher so das Gefühl, was ich jetzt erkläre. Die Sonne ist so das schönste Gefühl, das es in den Karten für mich gibt. Die Sterne sind auch mit einem schönen Gefühl behaftet, total, und sprechen immer für Klarheit und Wünsche. Und der Mond spricht immer manchmal für Ängste, aber auch für Gefühle. Also das ist jetzt hier überhaupt nicht negativ, aber was es zu eurem Herzensmenschen bedeutet, diese Gedanken, das sind ja Gedanken von euch. Also euch ist jetzt klar geworden, dass euer Herzensmensch, dass die Gefühle zu eurem Herzensmenschen, die sind jetzt anscheinend irgendwie klarer geworden diesen Monat. Vielleicht waren die Gefühle so ein bisschen, wusstet ihr selber noch nicht so ganz, was ihr fühlt. Aber gedanklich wisst ihr jetzt, was ihr fühlt und wisst auch, dass ihr euch mit eurem Herzensmenschen eigentlich gut fühlt und dieser Mensch euch glücklich machen kann. Das habt ihr rausgefunden. Eigentlich ganz easy peasy erklärt. Das lassen wir jetzt auch gleich mal so stehen und gehen mal unten rein ins Gefühl. Okay. Nebenfaktor, was ich Ihnen sagen muss, vielleicht kommt die Familie auf Besuch im Juni. Die Familie von eurem Gegenüber, die Familie von euch könnte auch sein, und das ist so ein bisschen mit Problematiken, mit Problemen behaftet für euch als Beziehung, als Partner. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel zusammen wohnt und dann kommt die Familie irgendwie. Also es kommt mir hier eindeutig rein, ihr bekommt hier irgendwie Besuch, familiären Besuch, und das wird für euch nicht so ganz einfach. Oder jemand, für dich, lieber Krebs, dein Herzensmann, ich nehme es jetzt mal als Mann, weil die meisten Frauen schauen mir zu, dein Herzensmann, der hat irgendwie familiär andauernd Kontakt mit Mutter, Vater, weiß ich nicht, das habe ich hier jetzt nicht ganz eindeutig. Auf jeden Fall irgendein familiärer Kontakt, und der bringt so eine gewisse Problematik in deiner Gefühlswelt, in eure Beziehung. Auch wenn ihr keine Beziehung habt, also das bringt da irgendwie so ein Problem mit sich. Wir gucken mal, ob wir da drüben dann noch was sehen. Ansonsten sehe ich hier nichts Problematisches, nichts Großartiges, gar nichts. Es gibt nur familiär hier, weil hier familiär irgendjemand auf Besuch kommt oder immer mal wieder in dem Leben von eurem Partner hier eine Rolle spielt. Das ist für euch nicht so leicht. Ich meine, das kann natürlich die typische Schwiegermonster sein. Das könnte alles sein. Ein ekliger Opa, man weiß es nicht. Auf jeden Fall
Das ist lösbar. Das ist lösbar, wenn ihr beide dran arbeitet, hoffe ich, dass es nicht so ist, dass euer Herzensmensch so eingestellt ist, ja, lieber dann meine Familie als du. Vielleicht sehen wir da gleich noch mehr. Ich gucke jetzt gleich mal. Jetzt gucken wir aber erstmal, was denkt euer Herzensmensch zu euch im Juni. Falls ihr im Hintergrund so ein bisschen was hört, das sind meine Nachbarn. Genau, das nimmt das Mikrofon dann sehr sensibel wahrscheinlich auf, aber ja, ich hoffe, das stört nicht, aber ich glaube, man hört es heute gar nicht. Okay. Also könnte ganz krass jetzt die Gedanken von eurem Gegenüber könnten ganz krass jetzt in einer ganz gewissen Deutung, aber ich möchte euch jetzt auch nicht verunsichern, aber muss ich jetzt kurz lachen, sagen, dass euer Gegenüber noch verheiratet ist und euch das gerne mal sagen würde. Wäre jetzt die krasseste Deutung wahrscheinlich dafür. Kann darum gehen, dass es sich in einem Mutterthema bei eurem Gegenüber gedanklich weil gegenüber ist gedanklich hier in einer Verbindung. Also, lass mich mal kurz rein. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Nee. Euer Gegenüber hat hier eine Verbindung. Kann zur Mutter sein, kann zu einer anderen Frau sein. Hat hier eine Verbindung. Die Verbindung ist, also das sind ja die Gedanken. Und die Gedanken sind bei eurem Gegenüber so, ja, ich habe zu dem Menschen eine Verbindung. Ich habe eine Verbindung, auch wenn die nicht, wenn das keine Ehe ist, ohne Vertrag oder so. Aber dieser Mensch gesteht sich ein, ja, ich habe zu diesem Menschen eine Verbindung, eine extreme Verbindung. Und das möchte euer Gegenüber euch eigentlich sagen. Ob das schon gesagt wird oder nicht, das kann ich nicht sagen. Was noch sein könnte tatsächlich, dass dieser Mensch, der die Verbindung mit eurem Herzensmenschen mal hatte vor euch oder währenddessen jetzt, das kann ich nicht ganz sagen, kann auch sein, dass dieser Mensch sich meldet und die Nachricht, die von diesem Menschen kam, euer Gegenüber super beschäftigt. Super, super beschäftigt. Noch eine Deutungsmöglichkeit, das sind ganz, ganz viele Möglichkeiten jetzt, aber vielleicht trifft es somit irgendwie, weiß ich nicht, oder schließt einfach aus. Ich gehe jetzt so ein bisschen ins Rätselraten, weil das ist ja für die Allgemeinheit, das ist sehr schwer für mich jetzt da, mich festzulegen. Was noch sein könnte, ihr wollt irgendwie schon länger, ah ja, ich habe das Hauptthema vergessen, diese Entscheidung zum Schönen hin, nee, Schmarrn, vergesst das falsch rum gedacht, Entschuldigung. Ihr wollt vielleicht schon länger eure Verbindung stärken, also ihr als Krebs, ihr sagt, hey, lasst uns doch Verlobung oder erstmal Status Beziehung oder sowas. Und das ist für euer Gegenüber irgendwie gedanklich schwer. Gedanklich irgendwie, ja, gedanklich irgendwie so ein bisschen so, wie soll ich das erklären? Kann ich nicht, ist egal. Ich glaube, ich schneide das raus, ist auch wurscht. Okay, wir gucken jetzt mal, was fühlt euer Gegenüber zu euch? Okay, euer Gegenüber möchte euch etwas sagen. Lieber Krebs, es möchte hier was gesagt werden. Es ist was euer Gegenüber vielleicht auch belastet oder schon lange mit sich rumschleppt, könnte sein. Hier wird was gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Juni was gesagt wird, weil wir haben hier jetzt in den Gefühlen, also es ist nicht nur gedanklich so, dass hier gerne euch mal etwas gesagt werden würde. Es muss nicht sein, wollte ich euch noch sagen, dass das
jetzt am Tisch besprochen wird. Es kann auch sein, dass das in einer langen Nachricht per WhatsApp oder sowas kommt, weil es ist einfach der Brief als Karte. So. Wir haben hier den Hund und das Buch. Das Buch steht meistens für Geheimnisse, Verschlossenheiten, Dinge, die nicht gesagt werden. Und der Hund steht im totalen Kontrast, weil der Hund steht für Treue, Offenheit, Freundschaft, Loyalität, Ehrlichkeit. Und genau, euer Herzensmensch hört auf mit diesen Geheimnissen im Juni. Also wird im Juni das angesprochen, was ich jetzt vorher schon gesagt habe. Und hier ist der Sarg. Also die Geheimnisse werden beendet. Das wird mit euch endlich mal ehrlich, ganz ehrlich, vielleicht das erste Mal so richtig ehrlich darüber gesprochen. Das war eigentlich schon eure Legung, lieber Krebs. Ich lasse das jetzt mal so. Ich habe noch das Aloha-Deck dabei. Ich zeige es euch einfach mal, wer vielleicht sich interessiert. Manchmal wollen manche ja die Karten nachkaufen. Ich habe jetzt noch nicht so ja, den Vibe zu den Karten. Ich probiere immer ganz viele aus. Ich habe ja ganz viele. Gucken wir mal. Eine Karte für meinen Krebs für den Monat Juni. Was soll hier noch gesagt werden? Welche Info darf der Krebs noch mitnehmen? Für den Monat. Kann ich es gar nicht nehmen. Manchmal kann ich es gar nicht gescheit nehmen. Jahre später. Okay, Krebs. Chakra. Innere Sonne. Ich zeig's dir mal. Deine innere Sonne. Vielleicht hat's ja auch, ist es ja auch für dein Hauptthema. Entspanne dich. Unbegrenzte Kraft ist bereits in dir. Ja. Und das dürft ihr jetzt einfach mal für euch sehen, wie ihr das für euch seht. Schön, dass ihr bei mir wieder reingeschaut habt. Wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendwas wissen wollt, wenn ihr wissen wollt, vielleicht was hier die Schlange und dieser Ring genau bei eurem Gegenüber persönlich bei dir heißt, weil das ist bei jedem ganz persönlich dann nochmal was anderes, was da rauskommt, dann müsst ihr mich halt anschreiben. Genau. Macht euch da nicht zu sehr verrückt, geht da lieber in eine private Legung rein, genau. Weil das Allgemeine ist nicht, also das kann man jetzt einfach nicht nehmen wie eine private Legung. Also meiner Meinung nach. Okay. Ansonsten wünsche ich euch einfach einen schönen Monat. Genießt endlich das schöne Wetter und macht es gut. Bis nächsten Monat. Ciao.